Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der IAA in München und stehe jetzt hier auf dem Stand der Firma Xcite aus Starnberg. Und der Dr. Wolfgang Ziebart, der ist CEO und Miterfinder, Mitgründer dieses Unternehmens. Und Sie haben sich hier ein ganz flottes Motorrad einfallen lassen oder ein Scooter oder wie nennt man das Ding jetzt eigentlich? Ja, das ist eigentlich etwas, was zwischen einem elektrischen Kleinwagen und einem elektrischen Motorrad sich einordnet. Wir glauben, dass wir damit eine neue Klasse definieren von Fahrzeugen, die letztlich die Größe eines Motorrades haben, aber gleichzeitig die Sicherheit eines Automobils bieten. Das heißt, es hat auch so eine Fahrgastzelle, wie es schon mal eine früher von BMW hatte, die es mal vor langer Zeit gab. Und die darf dann auch hier mit Sicherheitsgurt und ohne Helm gefahren werden. Absolut. So, wir haben eine Sicherheitszelle hier, hergestellt aus hochfestem Aluminium, das laserverschweißt ist. Und wir haben hier vorne eine Knautschzone, die die Energie des Fahrzeugs dann aufnimmt. Und der Fahrer ist angegurtet und die Energie im Falle eines Unfalls geht die Energie des Fahrers dann in diese Gurte. Das heißt, wir haben die Sicherheit eines Autos im Falle eines Unfalls. Und das schaut jetzt hier so nach City-Fahrzeug aus, fährt aber ein bisschen schneller. Ja, absolut. Der Footprint ist Länge ungefähr eines mittleren Motorrades. Wir sind stolz auf die geringe Breite. Wir haben lediglich 79 cm Breite. Das heißt, das ein oder andere E-Bike kommt schon fast in diese Größenordnung hinein. Und Fahrzeug allerdings ist nicht wirklich für die City unbedingt gedacht, sondern eher für den täglichen Weg zur Arbeit von jemand, der außerhalb in den Vorstädten wohnt, in die Stadt fahren muss. Das heißt, die Fahrleistungen sind entsprechend wesentlich höher. Wir können eine Geschwindigkeit erreichen von um die 100 Stundenkilometer. Das heißt, wie viel Leistung haben wir dann ungefähr? Wir haben 19 Kilowatt Leistung, Peak, ja, 19 Kilowatt. Wir beschleunigen von 0 auf 50, also an dem Ampelstart sozusagen, beschleunigen wir in 2,7 Sekunden. Also enorm Power dahinter. Es ist die Frage natürlich bei solchen Fahrzeugen, wenn ich jetzt in die Arbeit fahre, will ich ja eigentlich auch ein bisschen Gepäck mitbringen, mitnehmen. Ein Motorrad hat ja doch meistens gar keinen Platz. Ja, bei dem könnte es sein, dass vielleicht was da ist. Für das Motorrad stimmt das. Hier haben wir einen wirklich guten Kofferraum realisiert. Wir haben über 70 Liter verfügbar in dem Kofferraum. Hier sehen Sie jetzt mal zum Beispiel den Koffer da drin. Das heißt, den kann man mal rausnehmen. Den können wir mal rausnehmen, ganz klar. So. Doch, jetzt sehen Sie den Kofferraum. Müsste fast ein Kasten Bier Platz haben. Ja, da passt ein Kasten Bier rein. Wir sind ja ein bayerisches Fahrzeug und ein bayerisches Fahrzeug muss natürlich in der Lage sein, einen Kasten Bier zu transportieren. Das ist hier der Fall, plus die Brezen und die Weißwürste für die entsprechende Party. Und natürlich nur transportieren, weil ja der Motorradfahrer keinen Alkohol trinkt. Natürlich. Aber es gibt ja auch ein alkoholfreies Bier. Richtig, genau. Ja. Aber auch andere Dinge. Zum Beispiel eine Dame hat angefragt, ob sie ihren Geigenkasten hier transportieren kann. Also auch der Geigenkasten passt hier rein. Der Antrieb, der Motor hat also jetzt bis zu 19 kW Spitzenleistung und der wird dann hier transportiert. Hier sitzt der Motor. Ja, der Motor sitzt hier über einen Riemen oder über eine Kette. Der Motor sitzt auf einer Schwinge und hat ganz vorne eine Getriebestufe mit einer Zahnradstufe und anschließend eine weitere Kettenstufe. Und dann geht es über eine Kette nach hinten? Über eine Kette nach hinten auf das Hinterrad. Und dann ist es hier eine starke Federung. Ja, genau. Und wo sitzt die Batterie? Die Batterie sitzt an der tiefstmöglichen Stelle, nämlich unterhalb des Bodenblechs hier. Wir haben sehr stark darauf geachtet, dass der Schwerpunkt nach unten kommt, weil wenn Sie hier oben ein Fahrzeug haben mit einer gewissen Masse hier oben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie alles unternehmen, um den Schwerpunkt so weit wie möglich runterzubringen. Das heißt, die beiden schweren Komponenten, Motor und Batterie, sind an den tiefstmöglichen Positionen. Und welche Akkukapazität habe ich dann? Wir haben 7,6 Kilowattstunden Akkukapazität. Und was auch unserer Meinung nach sehr gut ist, hier haben Sie einen flachen Boden. Das heißt, Sie können hier also durchsteigen und da ist nicht irgendein Hügel oder was auch immer, der Sie behindert.
7,6 kW auf welcher Spannungsbasis? Kilowattstunden auf maximal 58 Volt. Ja, wir sind also im Niederspannungsbereich. Das vor allem hat den Vorteil, dass Sie zum Kundendienst keinen in Hochspannung geschulten Techniker brauchen, sondern es kann ganz normal in jeder Werkstatt gewartet werden. Nachdem ich jetzt hier schon sehe, so angedeutet, so eine Ladestation, eine Wallbox, wie würden die dann geladen? Der wird ganz normal geladen mit einem Typ-2-Stecker. Das heißt, den können Sie laden an der Wallbox. Oder Sie können ihn laden an einer Schuko-Steckdose im Haushalt. Die Ladekapazität, die wir hier verbaut haben, sind 2,2 Kilowatt. Das heißt, der begrenzt automatisch, ich kann einfach daheim anstecken in der Garage. Ja, an einer normalen Schuko-Steckdose können Sie maximal mit 2,2 kW laden. Also das ist das Maximum, was Sie aus einer normalen Steckdose herausbringen. Und dann habe ich hier im Cockpit ein großes Display. Wichtig würde ich noch gerne erwähnen, das Display hier. Wir haben einen 10 Zoll Touchscreen und haben entsprechende Connectivity auch. Sie haben also LTE-Verbindung nach außen. Das hat, damit haben Sie im Prinzip ein, würde ich sagen, Smartphone eigentlich. Das heißt, Sie können Software-Update machen, Sie können auf Neudeutsch Stolen Vehicle Tracking machen. Das heißt, wenn Fahrzeug gestohlen, dann können Sie das entsprechend nachverfolgen und so weiter. Eine ganze Reihe von Funktionalitäten, die wir dann über die Zeit auch nachladen werden. Ja? Also das ist, wir beginnen mit einer gewissen Funktionalität und dann über die Monate wird immer weitere neue Funktionalitäten dazu addiert. Jetzt steht der hier ein bisschen schräg da, recht viel schräger wird er nicht fahren können. Absolut, der fährt viel schräger. Sie sehen hier eine Schräge von, 8 Grad. Wir können bis zu 39 Grad neigen. Das heißt, das Ding hat natürlich jede Menge Spaß. Also 39 Grad, nicht 39%, sondern tatsächlich 39 Grad. Also der Winkel aus der Vertikale. Also wirklich Motorradvergnügen. Dass das Fahrzeug Spaß macht, war einer der ganz wesentlichen Elemente, die wir letztlich in der Entwicklung hier als Ziel hatten. Dann noch die Frage, wann wird es denn ungefähr soweit sein? Ist ja momentan noch, glaube ich, aus ersten Formen gebaut, aber noch nicht zugelassen. Nein, dieses Fahrzeug, wie es steht hier, wird jetzt in die Homologation gehen. Wir erwarten den Abschluss der Homologation dann etwa im November und wir werden dann im Dezember beginnen mit der Produktion, sodass die ersten Fahrzeuge dann im Januar nächsten Jahres in Kundenhand gehen sollten. Das heißt, Sie wollen ungefähr erstes Quartal 26 auf den Markt kommen. So ist es. Haben Sie da schon eine Idee, was es dann ungefähr kosten soll? Ja, das wird 12.900 Euro kosten. Und in den anderen europäischen Ländern leicht anders, entsprechend den Mehrwertsteuerdifferenzen. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg hier bei der Markteinführung. Wie heißt es eigentlich? X-Side? Das heißt X-Side One. One markiert deshalb, weil es das erste Fahrzeug ist, was wir hier auf den Markt bringen. Dann wünsche ich alles Gute. Bedanke mich hier, dass Sie mir das erklärt haben, wie das Fahrzeug hier dann mal aussehen soll und was es alles kann. Und wünsche noch einen schönen Messeverlauf.